Hallihallo. Muss mal gucken. Hallo Sarah, guten Morgen. Na, alle schon wach, schon an Vorbereitung treffen und so. Ja, du bist Erster heute, Sarah. Beste. Hallo Cindy, guten Morgen dir. Seid ihr schon alle am Vorbereitungen treffen? Ja, ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet, ja. Und ich bin total geschlaucht, obwohl ich ein bisschen gepennt habe, ja. Dann muss ich mich gleich noch schön machen, ne, für meine Geste und so. Und damit ich auch, wenn ich in den Spiegel gucke, schön bin, versteht ihr? Sandra, ja genau, endlich mal normale Menschen hier live, ja. So. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen, Sandra. Ja, ich zeige euch mal so ein bisschen, ja, also hier ist unsere Oase so, ja, zum Relaxen, ja, wenn hier ein bisschen die Musik doch für der eine oder andere ein bisschen zu laut wird und so. Wir haben auch mittlerweile jetzt schon 2 Monitore hier, ja. So, mehr kann ich nur nicht zeigen, es sind noch Kinder hier unten im Haus und die möchte ich nicht übertragen, ja, erst recht nicht auf so einer Assi-Seite wie diese, ja. Da haben Kinder nichts verloren, ja. Aber ich zeige euch mal einen ganz coolen Hund. Darf ich den zeigen? Darf ich den Hund zeigen? Ja, klar. Smila. Mila, Kuckuck. Ist die nicht hübsch? Wie ein Schaf. Ey, wie ein Schaf. Die haben mich geweckt mit diesem Wauwau, ja. Und ich habe erst gedacht, ey, die haben ein Schaf gebracht oder so, ja. Weil ich habe nur weiß gesehen. Bin ab 21 Uhr allein, Nachtschicht, Woche von meinem Mann, so ein Schrott. Och je, Mist, Sandra. Oh. Ach je. Und dann feiert er morgen, feiert er dann einfach ein bisschen nach. Würde ich sagen oder so. Oder heute Nacht, wenn du nach Hause kommst, morgen früh oder so. Und dann wird da nochmal ordentlich geknattert. Ich meine, geknallt. Ja. Ja. Hund, ja, da war was. War da ein Hund? Ja, ich zeige euch nochmal. Der ist total cool. Der ist wie so ein Schaf. Ja, und der ist so trollig. Das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen und die ist nur ein paar Wochen alt, gell? Also, nee, nicht die wird jetzt bald ein Jahr alt, ja, so war das. Ein paar Wochen alt, ja, dann ist das aber schnell gewachsen. War bestimmt dann irgendwo in Philipsburg oder sowas. 12 Monate. 12 Monate ist der alt. Feiert schön und kommt gut ins neue Jahr. Danke, Siki, das wünsche ich dir auch. Ich glaube, da spreche ich für Sonja und Lilly mit, ja. Das wünschen wir dir auch. Seht ihr, ich habe meine Zähne wieder drin, ja. Heute muss ich schauspielen, wisch, wenn dann die Leute kommen, dass sie sehen, ey, Gerd hat Zähne in seinem Maul drin, wisch. Es bleibt aber unter uns, Diggas, ja. Es geht kein was an, dass da keine Zähne eigentlich sind, wisch. Die werden dann alle denken, ich habe einfach nur einen Sprachfehler oder so. Ja, aber die werden nicht sehen, dass es keine echten Zähne sind. Ja. Das war eben unser anderer Piepmatz. Wenn man nicht sieht, dann hört man. Sonja ist gerade unterwegs, kauft schon ein, ja, für die Vorbereitung von Essen, Happa und so Sachen, ja. Und natürlich mein O-Saft und so, ja, 100%ig O-Saft, das ist mein Wodka Energy sozusagen, ja. Und dann, so in etwa 18 Uhr geht's dann hier los, aber ich werde hier so in unregelmäßigen Abständen einfach mal hier so reinplatzen, ja, und mal so sagen, was gerade abgeht und so, und das ziehen wir durch bis heute Nacht, ja.
bis jeder bei euch im Bett liegt und fängt dann an zu knallen. Rubel muss rollen, so ist es, so ist das eben. Du sagst es, Krüll. Ja. Rubel muss rollen. So, Sandra, das sind wahre Worte. Ohne Moos nix los, irgendwie so. Ich putz meine Bude heute Abend, erst essen gehen und dann feiern wir mit Familie. Oh, viel Spaß, Sarah. Viel Spaß. Sag Atem ganz, ganz liebe Grüße vom Gerhard. Ja. Ofe ist auch schon hier voll fett am Durchheizen. Ja. Türen sind alle auf, dass schön die Wohnung gleich so knackig warm wird wie Sommer. Ja. 2019 am Amakoem. Ja. Und jedem, dem es zu warm ist, ja, der kann sich vor die Haustür stellen. Dann merkt er, was kalt ist. Ja. Verstehe ich? Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Ich muss sowieso gleich aus dem Live, wenn Sonja hierher kommt, weil dann bringt die Trinkes, Esses und so mit. Esses, versteht ihr? Essen, meine ich. Adam schläft noch, mach ich dann, wenn er wach ist. Ja, bitte, bitte, drück ihm so einen fetten Knutscher so auf den Back und sag, dieser Kuss ist heute mal nicht von mir, ja? Mein Kuss kommt gleich, ja, mit Zunge. Dieser Kuss, wo du da gekriegt hast, der ist von der Gerhard, kannst du sagen, Sarah. Ja? Ich hoffe, kommst heute Nacht nochmal live. Ja klar, ich komme heute in unregelmäßigen Abständen live, ja, dann... auch wenn es losgeht hier und so und die Kinder hier so ein bisschen weg sind, ja, so aus unserem Partyzone, ja, dann filme ich auch so ein bisschen ab und seht da so ein bisschen, was hier so ein bisschen abgeht, so. Ja. Oh mein Gott! Und Best of kommt natürlich die Tage dann wieder nach Silvester im neuen Jahr, kommt dann so Best of Video wieder raus und so, Zusammenschnitt oder so. Bekommst du dann ein Video? Das ist ja mal cool. Ey, wenn das machst, ohne Scheiß, wenn das machst, ohne Scheiß, dann hau ich dich hier mitten auf die Pinnwand. Dann hau ich dich mitten auf die Pinnwand, Sarah. Ja, dann machen wir für uns beide fett Werbung. Dann sage ich, ey, korrekt, das ist wahre Liebe. Arme Nacken! So. Oh, Fähnchen, Hallöle. Hallo, meine Liebe. Birgit, sehr gut, dann wünsche ich euch viel Spaß, ich muss heute nochmal arbeiten. Och Gott, ihr Armen, alle, die arbeiten müssen, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ich wünsche euch viel Kraft, ja, und sage einfach mal so, ja, zu eure Chefs, ja, Armenacken! Ja, warum müsst ihr die arbeiten lassen? Es ist verfickt nochmal Silvester. Aber ihr werdet das überstehen. Und morgen früh dann, alle, die Nachtschicht haben und so, ja, geht ihr euch zu eurem Mann ins Bett oder zu eurer Frau ins Bett und dann lasst ihr ganz gechillt unter euch einfach nochmal knallen und dann habt ihr auch das Neujahr gefeiert, ja? Läuft, oder? Läuft! Arme Nacken! Guten Morgen, Gerhard, Sonja, Lilly und alle anderen hier. Kann leider nicht drin bleiben, muss viel vorbereiten für später, bekomme Gäste. Ja, dann geht's dir wie mir. Ich habe jetzt gerade mal eine Pause, ja, weil hier ist alles so weit gemacht, kann ich hier filmen. Also jetzt gerade, wir haben schon den ersten Besuch hier, ja, wo uns auch hier gerade kräftig unterstützt. Ja, ihr Mann fährt gerade mit einkaufen und so. Dass man nicht alles so flitzt. Ja. So. Und das ist noch ein bisschen unbedeutend, ist alles noch ein bisschen gechillt, ja, es ist ja noch ein bisschen früh des Tages, Gerhard hat gerade so seine Äugchen so ein bisschen auf, ja, hat sein Medizin-Diggers, ja, hört so ein bisschen Musik, klickt sich hier so ein bisschen durch, ja, die Kids spielen hier so ein bisschen Wii hin und wieder. Oh Gott, Birgit, fühl dich von mir ganz, 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 ganz
doll gedrückt, ja, und mitgefühlt, ja, dass du nicht alleine bist. Aber ey, du feierst einfach mit uns mit, Birgit, ja. Also ich werde heute unregelmäßig hier live starten, ja. Und dann kannst du hier zumindest auch von deinem Job aus hier bei uns ein bisschen mitfeiern, ja. Und das gilt für jeden da draußen, ja. Da müsst ihr nicht alleine feiern. Degas und Dickerinnen! Meine Hunde zur gleichen Zeit lesbisch läufig. Oh nö, oh ey, wir haben hier eine Katze. Ich krieg die Krise, ja. Die hat gestern die ganze Zeit, mau, mau, die ist voll läufig, ja. Jetzt wollen wir sie kastrieren lassen, ja. Wie beim letzten Mal auch schon, ja. Jetzt ist die durch die scheiß Tür abgehauen, ja. Jetzt, die wird doch gebumst. Alter, kann doch mir einer sagen, was er will. Wisst ihr, was das heißt? Oh Gott, mit der Hebamme spiele. Insider. Ja. Oha, jetzt schon Besuch. Ja, das ist aber, die unterstützt uns hier jetzt auch gerade, ja. Ja, irgendwie muss das ja gehen, ja. So gegen Abend hin fährt der ein oder andere nochmal los, ja, falls wir irgendwas vergessen haben und so. Oder falls irgendwie Tabak oder das, dass das noch gebraucht wird, dass man noch schnell hier fahrt und so holt. Ja. Weil hier in unserem Dorf, ja, da gibt es ja noch Kühe. Ja, ich kann ja den Leuten schlecht Milch anbieten den ganzen Abend. Ja. Wer will Milch? Komm ja besaufen uns mit frischer Kuhmilch. Ja, oder mit Trogwasser von der Kuh. Da gibt's heute voll die geile Naturparty. Mit aus dem Wassernapf von der Kuh und Milch. Ochsenpisse. Ja, läuft. Ein bisschen wie bei Hemingway bei euch. Ein bisschen, ein kleines bisschen. Das wäre mir zu früh. Ach, eigentlich ist es für mich ja auch ziemlich früh. Ja, also alle, die mich kennen, ja. Ich bin eigentlich ja ein Amokläufer, wenn es vor der 12 Uhr an meiner scheiß Tür klingelt oder so, ja. Aber da ich die ganze Nacht durchgearbeitet habe und ich wollte eigentlich durchmachen, ja. Aber Sonja sagte, Gerhard, du brauchst einen Schlaf, schon spennst du wie jedes Silvester für ein paar Stunden und lässt uns hier alleine, ja. Ja, und das wollte ich dann auch nicht, also habe ich mich ein paar Stunden hingelegt und was ist? Dann steht ein Schaf vor mir, ja. Langsam habe ich es, Michaele. Hallo, schönen guten Morgen, Liebes. Das ist die ganz liebe Frau mit ihrem schottischen Mann. Ja, die kann ich nicht vergessen, ja, weil ich ein scheiß Problem habe mit deinem Namen. Da ist doch Gerhard ganz einfach auszusprechen, ja, wir tauschen einfach die Namen, ja, dann höre ich meinen Namen nicht so oft, ja, lach mich drüber kaputt, wenn die Leute das falsch aussprechen, ja, und dann wirst du mal so ein bisschen belästigt mit Gerhard, guck mal, was die schreiben, Gerhard, guck mal, was die machen, Gerhard, guck mal da, Gerhard, die, ich kann meinen Namen schon nicht mehr hören, armer Nacken. Genau, ist ein Gequicke. Ein Gequicke. Sigi, es ist mehr als das. Es ist ein Frohlocke. Und jeder, der das nicht versteht, ja, ist auf dem Scheideweg. Ja, Wegscheide. Feier gern mit euch heute Abend. Cool, Conny. Ja, das läuft. Melanie von K. Wie geht es denn Sir bei Silvester? Leidet er auch so, ich habe schon wieder Schiss um meinen Hund. Na, der leidet immer. Ja, Sir leidet immer. Ja, selbst wenn ich hier einen Kinofilm gucken würde, ja, oder irgend sowas, ja, dann hört man darüber, ja, dann regt er sich auf. Oder wenn er abends pennen will oder so, und ich höre hier noch so ein bisschen Musik oder so, dann hört man immer, wenn man hochgeht zum Klo, so. Ja, so richtig so. So wie abgefuckt, ja. Ja, was los? Aber sonst wird's ihn nicht stören, ja, weil er ist separat von uns getrennt, ja. Also er kriegt zwar Musik mit Sicherheit, aber nicht anders, wie er jeden Tag hier Musik mitkriegt, ja. Also für ihn wird das nichts Neues sein. Aber ich glaube, für Hunde und Katze ist das, denke ich, total Horror da draußen, wenn's knallt und bumst, ja.
Aber bei uns gibt es auch jedes Jahr nur für jeden hier eine Wunschrakete, ja. Und was die Leute sich selber mitbringen oder so, ja, ob die sich Rakete mitbringen oder was weiß der Geier, das ist mir so Ritze, ja. Also ich bin nicht so der Silvester-Knaller-Typ, ja. Aber es gibt für jedes Jahr eine Wunschrakete. Und dann, die wird dann Punkt 0 Uhr zum Himmel gejagt, ja, aber es müssen Wünsche sein, die man nicht mit Geld oder sowas erfüllen kann, ja, das müssen so Herzenswünsche sein, die sich einfach erfüllen müssen vom Leben, ja, und die werden dann in den Himmel geschossen, ja. Guten Morgen, Vera, Liebes, alles gut bei dir? Sandra, ja genau, was machen die Aras, wenn das knallt, losgeht. Ich setze mich immer. Ach so, und was die Aras angeht, da kommt sowieso, wir haben vor dem Fenster so keine Jalousie, die Fensterläden aus Holz, ja, die werden dann zugemacht, ja. Und wie gesagt, was sie von draußen mitkriegen oder sowas, ich glaube, das werden die nicht viel Unterschied haben, weil hier im Hause Karton ist jeden Tag was los eigentlich, ja? Sind hier keine Leute da? Ist hier sonst hier Musik oder wir gucken Kinofilme oder so ein Scheiß, ja? Und da, wenn Gerhard Gatun Kinofilme guckt, ja, dann guckt er diese Scheiß Kinofilme nicht auf Zimmerlautstärke. Wo bin ich denn? Ey, sag mal, wenn ich Zimmerlautstärke oder Kopfhörer höre, ja, sag mal, wo komme ich denn da hier, Alter? Wenn ich Film gucke, dann will ich wie in einem verfickten Kinofilm gucken, ja? Und das heißt dann rotze ich die Scheißanlage auch hoch, ja, dann knallt es aus aller Ecke, dann hört man die Hilfeschreie aus allen Ecken, ja. Also das muss, ja. Das ist erst richtiges Kino, ja. Ich habe diesmal Beruhigung geholt, das sediert aber nur leicht. Ja, okay, manche können es auch vor dieser Stress, ja, und das, was du da so hast, so Melanie, so dieses, oh, es geht bald wieder los, dieses Bummknall, was weiß dann ich, diese, wie so eine kleine innere Unruhe, Panik oder so, ja, das habe ich, wenn Weihnachten ist, wenn ich nirgendwo mehr hingucken kann, ja, ohne dass da nicht irgend so eine Weihnachtsscheiße ist, ja. Also ob ich dann YouTube gucke, ja, oder sonst irgendwas, dann ist das Logo mit einem scheiß Weihnachtsmütze. Höre ich Radio, dann läuft Last Christmas, I'm fucking your heart. Ja, und dann, egal was ich gucke, ja, würde ich TV gucken, ja, dann kommt Gott sei Dank noch Stirb langsam, ja, aber trotzdem alles auf Weihnachten aufgebaut, ja. Und das ist doch, das bringt mich um. Und wenn ich dann durch die Stadt shoppen gehe, ja, fängt ja schon im Oktober an mit Weihnachtssachen. Das ist für mich Horror. Silvester sagt wenigstens bis hierher und jetzt geht's bei null weiter, Diggers. Ja? Jeder hat gleiche Chance und so. Aber das, was du, glaube ich, hast, habe ich immer so zur Weihnachtszeit hin. So feiert alle schön heute. Passt auf euch auf und auf ein besseres 2020 für alle, deren 2019 nicht so prickel waren. Oh, das ist cool. Das muss ich liken. Das ist lieb. Ja. Ey, hopp. Da kommt ein Herzchen hin. So. Ist euch schon mal aufgefallen, alles, was ich total irgendwie herzlich finde oder total ehrlich finde, mache ich immer ein Herzchen drauf. Ob ich die Leute mag oder nicht mag, ist mir eigentlich Ritze. Ja, dann kriegen die von mir Herzchen. Mache ich irgendwie immer so. Meiner juckt das gar nicht, ob es knallt. Der hängt am Fenster und schaut uns zu. Habe halt eine gestörte Katze. Ja, alles gut hier. Das freut mich, Vera. Und nimmt auf jeden Fall nicht so viele Probleme in eurem Herzen und eurem Kopf mit ins Jahr 2020. Lege ich euch echt so nah. Wunschrakete geht immer zu meinen Liebsten im Himmel. Ja, hast du ja erzählt, Melanie. Das finde ich auch eine coole Idee. Melanie, also wenn ich mich jetzt nicht irre, macht eine Wunschrakete. Also ich glaube, die hat drei Raketen. Wunschrakete. Ich weiß gar nicht. Liebesrakete oder irgendwas. Und hat sogar und das finde ich so nice, ja, eine ich wünsche dir die Pest an der Halsrakete, ja. Und das finde ich ja total Mörder, ja. Das finde ich geil. Und die dann zum Himmel, also was symbolisiert das Geiler, ja? Also,
Das ist fürs nächste Jahr geklaut, Melanie. Auf jeden Fall, ja, wenn du das warst. Sigi, gibt auch Leute, die man am besten auf den Mond schießt. Oh ja, das gibt's. Es gibt auch Leute, die müssen noch nicht mal auf den Mond geschossen werden. Da würde ich gerne so viel Schwarzpulver in den Arsch jagen, ja, das nur einmal knallt, ja. Sarah Christine, dann passt sie ja zu dir. Meiner kriegt eh Akonitum, ja. Bringt an Silvester dann nichts. Ah, ist auch Beruhigungsmittel, ne? Sandra. Meine Kleine hat gestern schon nur im Bad gelegen vor Angst, weil die Affen hier schon vorher knallen. Das kotzt mich so an. Ja, ich finde das auch übertrieben, ja? Jetzt mal ohne Scheiß, wenn man so irgendwie so eine Tradition drin hat, habe ich ja kein Problem mit, ja? Aber die Leute, ja, viele Junge auch, ja, aber ich glaube, da war man selber nicht anders als Jugendlicher und so, ja. Aber auch Erwachsene machen so, und das finde ich ja so krass, ja. Kaufen schon ein paar Tage vorher die Böller, ja, und verballern in den paar Tagen bis zum neuen Jahr bestimmt 300-400 Euro, ja. Einfach nur, um die Leute abzufacken, ja, und zu denken, oh mein Gott, Schießpulver, juhu, das ist auch in Pistolenmunition drin, yeah, ich bin cool, ja. Alter Schwede, meine Fresse. Wenn denen mal eine Kugel um die Ohren fliegt, ja, dann sind es die ersten, ja, wo nie wieder was mit Schwarzpulver zu tun haben wollen, ja. Aber so finde ich Silvester immer geil. Das finde ich nice. Auch wenn es am Himmel dann so, in der Nacht dann so glitzert und funkelt und so. Das hat schon irgendwie Stil. Ja, totale, tolle Tradition. Ja, wir auch vom TA gibt aber auch eine Wickeltechnik mit Schals, das beruhigt zusätzlich, wenn sie es tolerieren. Oh, cool, Petra und Sandra tauschen sich hier aus, gerade mit Tipps. Finde ich cool, echt. Weiter, so weiter, so mit sowas. Ja, so Tipps austausche, ja, nur da kann man lernen und kann Infos sammeln, finde ich cool. Heutzutage guckt sich einfach jeder zu sehr auf seinen eigenen Arsch, ja, und das muss einfach mal aufhören. Die fangen jetzt schon mit Karneval und Ostersachen an. Ja, die haben einen Arsch offen, Vera, ohne Scheiß. Hauptsache, der Rubel rollt. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Vera, wenn du mal an so einer Schlange stehst, an so einer Kasse, dann guck dir mal, wie viele Schmucks, ja, und das sind für mich Schmucks, ohne Scheiß. Jeder, wo diesem System so hinterher rennt, ja, und sofort alles, was auf den Teller geschissen wird, dann mit Löffel dran rennen und fressen, ja. Ey, das sind für mich Schmucks. Das sind Leute, die nach dem Kindergarten ihr Gehirn irgendwo an der Pforte abgegeben haben, ja. Aber das finde ich auch schon heftig. Da muss ich mal an der Kasse gucken, wie viele Leute jetzt schon Karneval und so Scheiße auf die Theke legen, ja. Alter, fragst du dich doch ohne Scheiß, welche Menschen haben denen ins Gehirn geschissen? Aber das sind Menschen, denen kannst du alles andrehen, ja? Denen scheißt in eine Praline-Schachtel und sagst, das ist gesund, ja? Die kaufen dir das für 300 Euro ab, das sind wirkliche Hohlbrote, echt? Das sind die Leute, wo echte Konsum steigern, ja? Habe ich getestet, stellt der Honk sich an wie Bolle. Der Honk, okay. Das. Ach so, ihr seid ja Wichser. Ihr macht ja schon wieder Insider-Scheiße, ja? Hört auf damit. Ich habe das zwar ein bisschen mitverfolgt, das war ein bisschen schon peinlich, ja? Dieser hässliche Vogel, aber ich möchte darauf nicht eingehen. So. Weil irgendwie, ja, ich will nicht auf... Nee, da friss mein Schwanz. Morgen! Manuela, dir auch. Guck mal bei Google, Wickeltechnik bei Angsthunden. Ist doch kein Insider. Och, ihr seid doch scheiße. Ihr macht wohl doch kein Insider. Meine Fresse, bringt mich... Ihr macht meinen Kopf kaputt. Was los? Was los? Hab ich mal gelesen vor kurzem. Meinem hat das nichts gemacht, bis vor 2 Jahren, als er im Garten war, 3 Meter neben ihm ein Blitz gehauen hat, seitdem vorbei. Im Januar kommen viele Rechnungen. Ja, das stimmt, Sigi. Im Januar kommen viele Rechnungen, da werden sich der ein oder andere freuen und ganz viele Arschkarte werden wieder verteilt, ja.
Aber da ich nicht mitspiele, werde ich wahrscheinlich keine bekommen. Ich müsste endlich mal da mitspielen mit Arschkarte. Aber du hast Arschlochrakete. Ja, genau, Arschlochrakete war das. War das von dir, Manuela? Nee, oder? Warum, ich muss mal gerade gucken. Es kann sein, dass Sonja gekommen ist. Mit der Scheiß. Nee, Sonja ist noch nicht gekommen. Mit der Scheiß. Babos, Chabos, Leute. Leute, 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 Leute. Ah, das war deine Manuela. Genau so war das. Du hast nämlich gehabt, Arschlochrakete und Dings. So, ich rauche mir noch eine, dann muss ich weitermachen, Gerd. Denk dran, bekommst dann ein Video. Oh, also guckt, ihr könnt alle, 16 Leute sind gerade drin, vielleicht gucken auch mehr von außerhalb zu oder sonst was. An Sarahs Adem, den habe ich irgendwie voll ins Herz geschlossen, als er hier schon angedackelt ist. Ja, sein Style, ohne Scheiß. Wäre ich Gaylord, ja, Gayheart, ja, dann hätte ich ihn ja ausgespannt, Sarah. Tut mir leid, aber das hätte ich gemacht, ja, weil er ist genau ein richtig cooler Typ, eine coole Socke. Wir haben auch geknallt. Aber wenn ich sehe, wie viel Geld mein Sohn da reinsteckt, dann wird mir kurz übel. Ach so, ja, ich habe nur die erste Zeile, da musste ich schmunzeln. Wir haben auch geknallt, ja. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen, ja. Wir haben auch geknallt. Und dann erst, aber wenn ich sehe, wie viel, bla bla bla. So. Ja, doch früher muss ich zugeben, so, ja, wo ich auch sehr verschwenderisch war und so in meinen jungen Jahren, ja, ich bin ja jetzt schon Mann mittleren Alters, ja, kann man so sagen, ja, mit 35, ja, aber als ich noch jung war, ja, also ihr müsst euch vorstellen, noch, wo die Schönheit noch ausbaufähig war, ja, und zur Vollendung geführt hat, wie ich jetzt aussehe, ja. Da war ich noch so jung und hab auch immer geknallt, ja. Aber ich muss euch da was Lustiges erzählen, Jabos, ja. Also, ich habe früher immer, ja, habe ich immer die Böllers gesammelt, ja, die wo nicht angegangen sind, ja, und habe immer wegen Schwarzpulver habe ich die gesammelt und so, ja, und habe mir meine eigenen kleinen Bomben gebastelt, ja, und habe dann so Barbies und so in die Luft gesprengt, ja, und ich habe einmal, wer kennt die Zeit noch, ja, so Knöpfhose, ja, wo man dann blank zieht, ja, wenn man da aufknöpft, ja, so hatte ich welche von Adidas, die waren zu der Zeit echt modern. Ja, arme Nacke, ja. Und die habe ich neu gehabt, ja. Und ich habe in meine Tasche von meiner Jogginghose, wo man aufknöpfen kann, von Adidas damals, niegelnagelneu, arme Nacke, habe ich ganz viele kleine Böllers gesammelt, ja. Und dann habe ich natürlich so aus Nervosität, ich habe ja, bin ja Fingernagelkauer und so, ja, habe ich dann, ja, okay, jetzt nicht mehr so, ja. Aber dann habe ich mit meinem Feuerzeug in meine Tasche immer so zing, 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 zing gemacht. Und dann ging's los. Oh, oh. Dann hat's geknallt in meiner Hosentasche, ja. Und dann brauchte ich keine Knöpfe mehr, ja, weil meine ganze Schrittseite, ja, Hüfte und so, alles, ja, weg, ja. Und so geschmolze und so und überall schwarz und Rußspuren und so Zeugs. Oh, leck mich am Arsch, ja. Mein Bein tat voll weh. So, ja, wisst ihr, ja, das ist voll gefährlich, so Böllers, ja. Andere haben sich schon ihr Auge rausgeschossen. Andere haben sich schon ihr Auge mit der Rakete ausgeschossen. Ich hab hier so einen kleinen Fan, ja, ich kann ihn euch nicht zeigen, ja. Weil dann wäre ich ein Hurensohn, ja, würde ich den zeigen. Aber ich sag euch, ein kleiner, niedlicher Mann, ja. Ein absoluter Gerhard-Fan. Der guckt jedem meine Video. Ja, jedem meine Video. Also ihr könnt euch vorstellen, was aus dem Kind irgendwann wird. Ja, ein hundertprozentiger Assi, dem man nicht irgendwas vormacht. Der scheißt den Leute auf den Kopf. Ja, das, so muss das sein. So gehört sich das. Ja, ich hab Fans. Die fangen schon bei klein an. Jetzt guckt er blöd, ne? Wie? 4 Jahre ist der. Armer Nacken. 4 Jahre gucken sie schon meine Videos an, Leute. 4 Jahre. Ja, und ich werde hier voll vergöttert. Ich krieg so viel Liebe rein, ja. Ihr merkt, ich hätte euch meinen Gottesstrahl, der immer vom Fenster kommt, der kommt immer von da oben, eigentlich immer raus. Ja, ne, warte. So, von da oben kommt es immer raus.
von dem Fenster. Und den hätte ich euch heute gerne gezeigt. Aber ich glaube, Gott hat sich heute gedacht, dieser Bock, ja, dieser alte dreckige Sack, ja, hat sich mal wieder gedacht, hey, wenn Gerhard nicht zurück ins Höllen- oder Himmelreich kommt, ja, dann schick mal den einfach einen kleinen Jungen, ja, der so ganz niedlich ist, wo man knuddeln möchte, ja, und so, dann scheiß mal heute einfach auf heiligen Strahl, ja. Und jetzt hängt mir der kleine, süße, kleine Fratz die ganze Zeit am Bein sozusagen. Gerhard, guck mal hier, guck mal da. Das ist total niedlich, ja. Und so. Aber ihr dürft nicht dran teilhaben, ja. Weil ich bin kein Hurensohn und zeige kleine Kinder in die Kamera rein. Wisst ihr, ja. Aber ich kann euch sagen, er ist wirklich ein knuffiger kleiner Kerl mit 4 Jahren, ja. Blondes Haar, ja. Blaue Augen. 2 Arme. Hat sogar 2 Augen im Kopf. Sogar ein Zipfel zwischen den Beinen. Das, ja, der hat ein kleines Zipfel zwischen den Beinen, ja. Ich? Ja. Ich bin doch ein Fernsehbaba hier. Was, bist du ein Mädchen? Nee, ich bin ein Junge. Ein Junge? Er ist bei dir im Fernsehen. Ja, du bist bei mir im Fernsehen immer, gell? Guckst mir immer zu. Guckst mir immer meine Live zu. In deine Augen, wenn du grün bist. Ja, und ich hab dir geantwortet, gell? Du mit deiner Hupe. Und du telefonierst auch immer, gell, wenn ich live bin. Eine Hupe auch. Eine Hupe? Ja. Ein Hup-Hup? Ja, da, ja. Wie soll man da noch assi werden? Warte, kurz. Krieg, Gewalt, Mord. So, endlich wieder. Oh ja, jetzt bin ich wieder auf eurem Niveau, ja? So, Kinder, oh Gott, Kinder, bla 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 bla, Kinder haben wir nach Köln! Ja, aber ist das geil? Ist das geil? Gib mal zu, ja? Ein 4-jähriger kleiner Mann, ja? Ein süßer kleiner Scheißer, ja? Guckt mir zu und ist Fan. Ich küsse sein Herz, ja? Und später, wenn die Kamera aus ist, muss ich den einfach unbedingt nochmal knuddeln, ja? Der ist total niedlich. Ja, hab gestern beim Abspritzen von Keilwirbel noch zusätzlich was bekommen. Aber der Spack heute Morgen wieder, dass ich denke, hat nichts gebracht. Sorry, dass ich in manchen Texten nicht so ganz mitkomme, ja, aber ich bin noch so ein bisschen verpeilt. Da hast recht. Ich hab immer recht. Aber du hast auch recht einfach. Gib ich einfach mal so. Ich verteile einfach mal Recht für alle. Sarah Christine, was denn für ein Video? Bekomme ich das auch? Wenn ich die Erlaubnis kriege, Petra, hau ich sowieso auf die Pinnwand hier, ja, und lass einen coolen Text da und ein fettes Danke, ja, dann kriegt ihr es alle zu sehen, ja. Ey, wann kriegt man mal so eine Ehre, ja, wo man am Herz geküsst wird, ja, und das möchte ich dann auch zurückgeben, ja, und denen ihr Herz küssen, ja. Und wenn es nur dadurch ist, dass ich so einfach mal die Menschen in Szene setze oder so, das muss man machen, finde ich, ja. Weil ohne euch wäre weder Sonja noch ich noch sonst wär irgendwas hier bei Facebook, ja, und würde Likes oder was, wäscht sich irgendwo aufgeilen, ja. Ihr seid die Besten, ja. Und es ist auch schön zu wissen, dass euch das Spaß macht, ja. Besser als wenn nur Hater. Aber manchmal wünsche ich mir hier auf meiner Assi-Seite ein bisschen mehr Hater als Leute, die mir Kussis geben und so Sachen, ja. Ich wünsche mir mal so gern so richtig schöne Beefs und so. Ja, ich muss nicht sagen, ich brauche kein Beef. Man kann alles normal. Nee, ich wünsche mir Beef. Fürs nächste Jahr 2020, es wurde ja schon angekündigt, dass da was voll abgeht gegen uns, ja. Also ich wünsche mir fürs Jahr 2020 fetten Beef auf Gerhard Cartoon, ja, auf Mr. Cartoon, höchst asozial, ja. Wünsche ich mir schon fetten Beef, ja. Das ist eigentlich so. Und so wie es immer noch läuft so, ja, da muss ich nicht viel ändern, mein Leben ist soweit perfekt. Aber Beef wäre schon ein bisschen cool, ja, für meine Assi-Seite, damit es nicht so langweilig ist, ne? Ja. Mein Hund nenne ich immer Büffelhüfte. Büffelhüfte. Ein bisschen Schenkelklopfer gesorgt. Melanie, du Scherzkeks. Das geht in die Geschichte ein. Doch, ich habe das gestern geschrieben für jeden unserer Lieben. Eine Grußkarte.
Jeder eine Wunschrakete und zu guter Letzt die Arschholrakete. Ja, finde ich aber cool, echt, Manuela. Nur eins habe ich mir nicht mehr angewöhnt, sondern abgewöhnt. Ja, vorher habe ich an die Wunschrakete immer ganz fett mit Klebebande so festgemacht oder so, ja. Das ist eine scheiß Idee, ja. Das ist mir erst später dann so, habe ich gedacht, ey, wie blöd bin ich eigentlich, ja? Ey, da macht man seine Geheimnisse, gibt es andere Leute. Nee. Du musst oben in das Hütchen, in dieses rote Hütchen, musst du wegmachen und machst dann dieses auf dem Zettel und machst das klein. Und steckst es oben ins Hütchen rein und setzt das Hütchen wieder drauf. Weil wenn dann die Rakete hochfliegt und Bums, Knall, Peng macht, ja, dann fackelt dir nämlich das Papier nämlich dann ab, ja, und dann sieht man nichts, ja. Also nicht so machen wie bei Red Nose Day oder so einer Scheiße, ja, wo man dann seine Postkarte dran macht und schreibt dann noch die Adresse dran, wo man wohnt, ja, und ja, was für Vorlieben man hat, wie alt man ist, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Das ist nicht gut, Manuela, so nicht machen, gell? Hast du dekoriert? Gerhard mit oder ohne Zunge von dir? Nee, Mal bei mir bitte ohne her. Zunge. Bin ich schwul oder was, Sarah? Bei mir bitte ohne Zunge, ja? Bei mir, du kannst danach mit Zunge, aber ne, bitte ohne Zunge. Ja, bei mir, weil ich nichts gegen Schwule. Ich habe voll viele schwule Homies, ja, die ich auch Kussis gebe auf die Backes und so oder drücke und so, ja. Aber wenn Zunge kommst, ja, dann muss man schon heiraten, okay? Und ich will nicht mit Zunge machen, ja. Also nur bitte so. Hier auf der Backes, ja. Die Leute haben es jetzt alle hier gehört, ja. Und der kommt von meiner Seite. Mein Herz ist nicht groß, es ist wie ein kleiner Erbse, ja. Und die macht immer nur so ganz leicht, so, bup, bup, alle halbe Jahr. Weißt du, dann irgendwann nach halbe Jahr macht wieder, bup, bup und so, ja. Oder wenn wirklich was Süßes ist, wie der kleine Fratz, wo hier gerade neben mir steht, dann macht sie ganz so, bup, 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 ja. Also nur Kussi so. So. Ja. Dekoriert. Oh, hast du das gemacht? Ja. Oh, ich muss euch das zeigen, was der kleine Fratz da gemacht hat. Guck mal, ist das nicht niedlich? Ja, habe ich mir mal Mit einer Ente oben drauf. Ja. Da gekauft. sieht man ja, was Gerhard Cartoon und Mr. Höchst Asozial wirklich für die Kindheit da draußen erreicht. Ja. Also, Mütter und Väter, lasst nicht Teletubbies gucken, ja, oder irgendwelche Bob der Kauleister oder so, ja, oder irgendwie Barbie, die Nutte vom Rotlicht oder so, ja. Lasst Gerhard Cartoon gucken, ja, und Mr. Cartoon Höchst Asozial, dann wird aus euren Kindern ein kreatives Geschöpf, ja. Seht euch, ich zeige mal, ja, das hätte ein Gerhard Cartoon machen können, ja, das hätte auf meinem Mist wachsen können, dieses Schöne. Ja, ein Glitzerfunkel mit Ohren und ein Ente obendrauf, ja. Das hätte ich sein können, der das entworfen hat, ja. Verfickt, ja. Jetzt hat mir ein Kind diese Idee geklaut. Jetzt müsst ihr mal überlegen, was aus euren Kindern wird später mal, wenn sie so 107 oder so sind, ja, oder 300 Jahre alt in der Zukunft, weißt, so mit Bionicle und so, so. Dann haben die schon Windows 13 auf ihrem Server im Kopf, ja, mit Wissen von der Gerhard, ja. Die können jederzeit sagen, wenn das Kind heute geht, mit der Frau, mit alle die hier sind, ja, wenn die morgen gehen, ja, ich schwöre euch, die können sagen, ja, bei der Gerhard, da hab ich was gelernt, ne? Und wo kann man das schon sagen, ne? Also hier abonniert diesen Scheißseite, abonniert den YouTube-Kanal, ja, abonniert alles von mir, ja, und eure Kinder werden die schlausten und die coolsten und die besten Gerhard Cartoon-Doubles werden. Amenakul! Und keiner wird denen jemals was antun. Die gibt's dann Nackeklatscher und so, weißt? So. Ich bin raus, ihr Lieben. Vielleicht bis später. Habt noch viel zu tun. Ich drück euch alle. Sei du auch ganz lieb gedrückt, liebe Petra, ja? Und mach gechillt. Mach gechillt. Die Welt geht nicht unter. Es fängt nur neu an, ab morgen, ja? Deswegen mach gechillt, mach Haf, ja? Trink einen Kaffee. Rauch dir einen, räum das von das. Mach ein paar Schnittchen, das. Bleib voll, yeah. Nicht in Stress mache, mache ich auch gerade nicht, weißt du?
Ich sitze hier, quatsch mit euch, bin auch nicht voll im Stress. Kommt gut rein, Petra, schreibt die liebe Sandra. Maria, hallo. Dankeschön, du auch. Guten Morgen, Maria, auch von der lieben Sandra. Marion, Petto, hallo zusammen, hoffe euch geht es gut. Das Schöne ist, wenn Lili später da ist, ist ja sowieso kinderfreie Zone. Ja. Ja, das muss sein. Ja, weil hier unten wird dann geraucht, gesoffen, vielleicht rumgehurt, Gangbang-Party gemacht oder sowas. Ja, irgendwie, vielleicht wird auch Opferung gemacht auf unserem Altar oder so. Ja, und von daher, da dürfen keine Kinder anwesend sein. Ja, bei allem, bei der Opferritual. Guck mal, Sonja ist vom Einkaufen zurück. Du hast dekoriert? Ja, Feuergas. Und hier ist auch schon einer. Und zwar Sascha. Sascha. Hallo. Ja, das war der Lauf. Käsekuchen. Käsekuchen. Der Kleine ist niedlich. So, ihr Lieben, ja, alle, die ich noch nicht beantwortet habe, ja, was ihr so geschrieben habt, ihr kennt mich ja, das hole ich nach, ja, ich beantworte nach dem Live eure Kommentare noch, die da reingekommen sind, ja. Ich wünsche euch, ja, bis zum nächsten Live in wenigen Stunden, ja. Ich komme unregelmäßig ja live bis das Silvester, bis nächste Jahr. Und bis dahin, bis gleich, bis später, bis nachher, ja. Sag ich schon mal, Peace. End out. Ja. End out, Diggas. War Daniela, wünschen wir dir zurück.
Wie stehen die Aktien? Oh so, oh la la, Sigi. Oh la la la. Im Dunkeln lässt sich gut dunkeln. Das stimmt, so ist noch dunkler, seht ihr? Der Platz aber dafür interessanter. Wer könnte wohl dahinter stecken? Was geht ab da draußen? Seid ihr auch schnell in Partystimmung? Habt ihr gute Laune und rutscht somit mit Happiness ins neue Jahr? Mach doch mal ein Licht. Der ist schon müde. Du blendest mich. Dann mach doch deinen Kaffee. Hä? Dann mach doch deinen Kaffee. Jetzt hast du alles grüne Punkte. Was ist Marc? Ist Marc? Was machst du? Ein Kaffee? Ich mach jetzt einen Kaffee. Und ich muss die Suppe. Dann absnacken. Ich trinke auch einen Kaffee. Dann bring es dir jetzt gleich einfach. Bis gleich. Danke, Jackie. Bauen unser Raclette auf, trinken das ein oder andere Gläschen Eierlikör und lassen es uns gut gehen. Wünsche euch einen tollen Abend. Ja, Manuela, das wünschen wir dir auch. Im Separé! Die gelbe Küche macht gerade noch super, Sigi! So dieses Kanone, irgend sowas. Irgend so eine Gulaschkanone oder sowas. Kommen da schon die ersten? Ich weiß nicht, Digga.
Fischburger. Peace and out. Frauentratsch hier, ja, oder was? Magst du auch eine Flasche Pommes mit Mayo holen? Ich habe das hier als Beweismaterial gesichert. Ich weiß das jetzt, ihr macht bestimmt Frauentratsch-Zeug. Warte mal, dann mache ich so, dann dieses Zettel. Nein, da möchte ich mich distanzieren von Getratsche. Ich werde mich distanzieren von sowas. Ja, die hacken bestimmt voll die Pläne raus. Terrorismus und so. Ja, Terrorpläne und so. Daraus geht's auch gut. Na jetzt, hä? Seht ihr? Man hört hier kaum was. Ja? Also kaum Musik. Wenn die Tür da noch zu wäre, ist alles gut. Ne, Sir? Alles gut? So. Ja, frohes Neues, mein Freund.
Neues! Frohes 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 Neues! Ja auch! Frohes Neues! Frohes Neues Jahr, mein Schatz! Ich hole mal Kinder, ne? Willst du noch ein paar? Möchtest du noch ein paar Böller auf? Möchtest du sagen, aber genießt das hat letztes Jahr. Ja, ab nächstes Jahr keine mehr. Aber es ist trotzdem schön. Wie nächstes Jahr gibt es das nicht verboten. Was? Ich? Ballam. Ja. Oh, die arme Fledermaus. Oder die bitte Schwarzpulver auf. Das kann ich nicht brauchen. Das geht Schwarzpulver. Ich hab das auch. Ja, da hinten auch. Da! Aber schaffst du es? Die Dinger waren auch schon mal besser. Du hast auch schon mal mehr gesehen, muss ich sagen. Nee, ich komm mit rein, Spazi. Ich komm mit rein. Inni?
So wenn ihr gleich reinkommt, bringt den Mädchen die Flaschen alle mit, ja? Ich bin Barfüße. Ja, weil sonst die Verbindung abgebrochen wäre, ist das hier leider nicht live, sondern eine Aufzeichnung. Weil bis zur Straße läuft unsere Verbindung nicht, Freunde. So, wieder im Trautenheim, Glück allein, und es ist warm hier drin. Da leckt mich doch am Arsch! Ja. Aber so schön. Was der Teig? Oh, so, ja. Wo ist mein? Die Teig ist noch. Ah, wir waren es gerade draußen. Ich habe die Mama eine Rakete hochgemacht. Anscheinend tatsächlich reingeschrieben.